Dein Naturtalent, du hast die Erwachsenen in die Pfanne gehauen. Ja, ich hatte einfach Geld. Du bist ein Naturtalent. Ja, weißt du, wenn man Geld hat, ist Geld verdienen ja auch irgendwie einfacher, oder? Hm. Also ist ein Naturtalent im Geldverdienen jemand, der reich geboren wird? Das ist leider zu wahr, oder? Hier an der Küste ist ein Boot mit einem Item, mit Surfer. Oh, geil. Arena-Prüfung, bestanden. Surfer? Ja. Dude, weißt du, was das heißt? Was denn? Dass ich jetzt mit der Fresse voran ins Wasser springe. Mm. Ja, super. Komme ich jetzt auch von diesem Boot mal bitte wieder hoch? Boing. Das heißt, Bro, dass mein Tauros gerade echt brutal geworden ist. Oh. Welche Attacke soll durch Surfer ersetzt werden? Roten Schlag kann weg. Das Dumme ist halt, dass dieses Tauros eigentlich ein Special Attacker ist. Aber naja, man nimmt, was man kriegen kann. Achso, was gibt's eigentlich an Bonbons? Ha. XP-Bonbons. Na komm hier. Ah ne, Moment, das ist Blödsinn. Wusstest du, dass es vom Schwarzen Tauros noch eine spezielle Version? Ja, einige. Ja, ja. Einige. Ein paar. Die haben ganz, ganz kranke Typenkombinationen. Also die haben Wasserkampf, Feuerkampf und was noch? Es gibt, glaube ich, mehr als zwei. Es gibt drei oder vier. Ich glaube auch. Wir spielen beide die gleiche. Also Kamezin. Zwei sind nicht einige. Nee, nee, es gibt mehr als zwei. Jede Edition hat eins. Hm. Kleine Frage. Wenn wir hier rübergehen, ich glaube, wenn du hier am Ufer an der Seite entlang gehst, dann kommt man in ein anderes Gebiet, aber ich glaube, da waren wir schon, oder? Du bist noch im Menü. Ich bin mir nicht sicher. Kai sagt, es gibt nur zwei. Es gibt ein schwarz-rotes und ein schwarz-blaues. Echt? Nur? Gab es nie noch eins mit dem Typ Kampf? Ja, die sind immer Kampf. Und dann noch was anderes. Ah, okay. Ach, guck mal, das kann auch Megasauger. Gar nicht schlecht. Das Viech kann Megasauger. Und das nur schwarze natürlich. Ja, guck mal, dann sind es doch drei. Einfach 30 BPM mehr dadurch, dass er im Pokémon-Kampf ist. Ja, irgendwie. Irgendwie merkst du an meiner Heartrate heute, dass ich mich mit Koffein konzentriert halte. Irgendwie Schlafmangel und irgendwie habe ich mir beim Essen das Zahnfleisch angehauen oder ich habe irgendwie noch Koffein, ich mache kurz ein Espresso. Bin gleich wieder. Also ich bin heute nicht so richtig fit und du merkst, dass ich mich quasi mit Action über Wasser halte. Tja, warte mal, Megasauger. Na, Stärke 40 ist halt nicht so geil. Aber Grasfeld und Megasauger sind eigentlich keine schlechte Kombi. Wenn jemand mit euch spielen würde, auch die Edition exklusiven Pokémon, beide Editionen zeigen zum Fang. Ja, das ist korrekt. Kurt, ich habe von zwei Tagen 1700 Kilometer gefahren. Gefühlt 30 Gegensätze. Ja, ja, Kai, das habe ich schon verstanden. Das ist normal. Darauf baut der Multiplayer halt auf. Ich lasse es mit dem Megasauger, das Mumpitz. Ein alter Attackenrennern. Hast du was Tolles? Nee. Warum kannst du. Das ist ja auch scheiße, ey. Wann lernt er denn verfickt nochmal Flammenwurf? Karte. So, haben wir noch
Wenn wir da lang gehen, ist es immer noch Zone 2. Das heißt, wir sollten jetzt erst zurück zum Arena-Leiter. Und wahrscheinlich schicken die uns dann in die Brutzelwüste. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir holen uns sämtliche Pokémon in dieser Challenge aus dem Wundertausch, Kai. Glutexo. Glutexo sollte Flammenwurf erlernen, bevor es zu Glurak wird, wenn ich mich richtig erinnere. So. Ach, verdammt, ich hab die Tür nicht zugemacht. Das ist das Soul-Link-Prinzip, Kai, dass du halt alles direkt in den Wundertausch steckst, was du fängst. Wir machen es aber trotzdem so, dass wir pro Zone nur ein Viech fangen dürfen. Mhm. Und wenn es tot ist, ist es tot. Und dann bleibt es tot. Das sind die Regeln. Lautele. Ja. Sollen wir zurück zum Arena-Leiter und uns eine Abreibung holen oder was? Können wir uns auch überlegen, aber kurze Frage, folgt mir mal kurz bitte. Hier unten am Steg hier, wenn du hier entlang gehst. Ach, dann stimmt, bist da gibt's du was, ne? Zone 2. Ja, aber da haben wir doch schon was. Da waren wir doch schon, oder? Ja, da waren wir schon. Trotzdem boxe ich die Viecher um. Glaubt sie, meine kleinen Viecher! Wir haben beide. Ja, wir haben beide nochmal auf einem anderen Account einen zweiten Spielstand angefangen. Beziehungsweise Lutz spielt halt die andere Edition. Da ich aber nicht so bonzig bin und mir beide Spiele gekauft habe, habe ich mir halt. Ich habe nicht beide Spiele gekauft. Ja, du hast das von Tina. Ja. Alter, kloppt das Fleckmon. Guck mal, da kommt ein Kabadornland. Komm da. Genau, westliche Zone 2, da haben wir unseren Scheiß her, genau. Das heißt, hier am Strand kriegst du nichts, außer vielleicht ein paar Items und XP. Und die Kloppekrabbe und ein Tauchball, not bad. Mal so ein paar fette Tauben kloppen. Und so ein Pimmelschlick da. Oh. Aber du glaubst nicht, wie nervig das ist mit dem Zahn. Ich hab vom Essen habe ich irgendwie noch eine Faser im Mund hängen. Das ist so zwischen zwei TM? Zähnen. Wir kennen das alle. Das ist richtig schlimm. Was? Hast du TM? Ja. Gefunden? Wo? Am Strand, Metronom. Bist du weitergelaufen als ich? Das ist ja ultra random. Bist du wieder zurückgerannt oder bist du nicht? Ich bin die Rampe hochgegangen. Ja, davor. Hm? Ja. Say what? Das wäre doch auch voll random. Nur mit Metronom, also Metronom. Boah, was ist das denn für ein dickes. Box ist nieder! Okay, dann halt nicht. Wo hast du? Ah, da! Hm. Metronom. Ist klar. So. Ja, genau. Wir können hier hoch. Die Frage ist, kommen wir irgendwann in die westliche Zone 3? Du hast einen Shiny Glurak. Das musst du aber. Hast du das gezüchtet? GZ. Weil, in den Raids kannst du kein Shiny Glurak bekommen. Das weiß ich. Also entweder hast du es. Ja, er hat's gezüchtet, alles klar. Ja, krasse Nummer. Ah, warte mal, war das nicht hier? War das nicht die Stelle, wo du. Ah nein, hier kommst du nicht hoch. Boah, irgendwo hier konntest du rüberhüpfen, glaube ich sogar. Boah, Taurus. Nee, da ist eine Brücke. Dann ist das nicht die Stelle. Boah, vor den Taurus habe ich Angst, Alter.
Die sind hart drauf. Drei oder 400 Eier oder so. Ach du Schande. Aber es sieht, ja, das schwarze Glorak sieht halt einfach geil aus. Oh, guck mal, da ist noch eine TM. Okay, ich lass die Taurus. Zauberblatt. Nicht schlecht. Nein, oh, habe ich Glück gehabt. Das Ding ist gerade despawned, als es in mich reingerannt ist. Oh, Zauberblatt. Mein Glutexo ist Level 24. Zauberblatt wäre was für meine Katze. Ich guck mal kurz, aber das ist spezial, oder? Ja. Bro, hier ist ein Trainer. Ja, Moment. Dann dauert Flammenwurf noch. Na super. Ich komme. Ja, ist so eine Serviererin, die musst du platt machen. Hau ich um. Ja, dann erzähl mal Bones. Oder möchtest du mir das nicht verraten, weil du ein gemeiner Hund bist? Kirlia. Ja, komm, das geht. Chlorophyll, ja, ja. Ja, 23, kein Problem. Flammenwurf ist, glaube ich, das im 40er Bereich, oder? Was? Okay, ich meine, ja, Flammenwurf ist krass, aber so viel? Vielleicht dann doch erst als Glurak. Ich meine, Glurak ist 36, müsste. Ja. Oder sogar 32. Nee. Wenn er sich erst auf 18 entwickelt hat zu Dingster. Ah. Mhm. Aber ich finde, wir sind viel, viel besser vorangekommen als in der letzten Session. Mein Team hat sich tatsächlich. Nur daran, weil du deine Viecher geopfert hast an Emilia. Mhm. Da ist ein leichtes, ein kleines Malheur ist geschehen. Ey, wie dieser eine, weißt Crit du? Von der Schlampe mich so weit zurückwerfen konnte, ne? Weißt du, ich stelle mir das gerade so vor. So eine Stimme im Hinterkopf von Emilia sagt so: Du, das ist das Tutorial. Sei lieb zu dem Spieler. Sei lieb zu dem Spieler. Und sie so: Töten? Töten? Ja, wir waren uns ja einig, dass das eine kranke, gemeinere Psychotanten-Stalkerin ist, die alle meine Pokémon umbringen möchte, um mich für sich ganz allein zu haben. Mir hat das Pokémon-Regime richtig Bock gemacht. Hab von Bugs auch nicht viel mitbekommen und bin ja eh kein Grafikfetischist. Aber die Game-Mechanik ist super. Obwohl ich am Anfang die eine oder andere Mechanik aus Legenden Arceus vermisste. Ja, das sind halt, merkst halt leider. Das freie Fangen, ja. Das freie Fangen, aber das, ich glaube, das würde hier nicht reinpassen. Weil du ja nicht dodgen musst und nicht ausweichen musst. Was heißt musst? Du kannst es halt einfach nicht hier. Ja, du kannst sliden. Ja, aber es ist halt kein Ausweichmove. Ich weiß, aber es sieht cool aus. So. Um Rat fragen. Wo geht's denn jetzt hin? Den Unterschlupf des Herrscher-Pokémon vom Typ Boden aufsuchen. Alles klar. Ah, das ist der in der Wüste. Aber der kann echt was, ne? Ja. Wo ist eigentlich, ganz ehrlich, unser Trainerpass, ne? Wo ist denn der? Auf der Karte musst du X drücken. Karte. X. Ah, da, Profil. Boah. Dass man das nicht ins Untermenü reinmacht. Nein. Gesammelt. Weißt du, drückst normalerweise Y und da steht Beutel, Boxen, Picknick, das. Anstatt, dass man da noch vielleicht sagt, okay, da ist Karte, da ist ID oder so irgendwas. Dir gehorchen Pokémon, die beim Fangen maximal auf Level 25 waren. Aha. Moment. Wir müssen ja zu Kombu, Alter. Ich Idiot. Weil die Tante hat jetzt schon gesagt, ja, dann, hier, Erdherrscher-Pokémon. Aber. Ja, gehen wir zum Erdherrscher? Naja, nee, wir machen erstmal Kombu platt. Okay. Und wo ist der nochmal? In der Wasserarena wieder zurück. Ja, ja, kannst du wieder. Ja, ja, du kannst fliegen. Und es sei denn, du willst auf dem Weg noch ein bisschen XP scheffeln. Das wäre eine Idee. Ich gehe noch kurz in die Wüste.
Da waren wir ja eh. Die ist gerade um die Ecke. Yes. Da aufpassen als dieser rollende Beyblade. Na, ja, das Ding könnte ein bisschen böse werden. Ey, warte mal, da ist noch ein Trainer, glaube ich. Ja, hier ist ein Trainer, den wir platt machen müssen. Ey, Klopperei! Getauschte Pokémon zählen anders, soweit ich weiß. Es ist da so, dass die Grenze das aktuelle Level gilt. Nee, getauschte Pokémon gehorchen dir auch nicht. Das zählt wie fangen. Das haben wir schon ausprobiert. Weil Lutz, was hast du am Anfang bekommen? Irgendwas richtig Brutales. Sneeble, Level 38. Genau, das hat ihm nicht gehorcht. Überhaupt nicht. Genau, die leveln doppelt so schnell, weil Nintendo das Tauschen halt befürworten möchte. Aber getauschte Pokémon gehorchen dir nicht, genauso wie zu hoch Gefangene. Aber wenn du es selber über dieses Level schiebst, warte mal, Maske Regen? Boah, ist so ein Käfer. Das ist nicht. Ich bleib mal bei Lavita. Was war das? Ach, das war das Ding. Na, das Glutexo kann halt erst nur Glut. Das ist Wasser. Was? Lavita weg. Ja, Lavita weg. Das ist Wasserflug. Das ist blöd. Ich muss jetzt auf TikTok gehen. Ja, pass bloß auf mit Flug, ne? Ja, ja, Windschnitt macht er jetzt. Puh! Terakristallisierung. Ja, super. Das bringt's dir nicht, glaube ich. Aber ich mache erstmal Paralyse und hoffe. Yes. Hat einfach mal ein Drittel abgezogen von mir. Okay. Ich bin gefasst. Aber Wasser und Flug, das heißt, es sollte gegen Pflanze trotzdem normal. Neutral sein. Ja. Ich meine, wenn die aktuelle Grenze heißt, Pokémon, die maximal 30 waren beim Fangen, gehorchen wir. Okay, aber Pflanze getauschte ist Pokémon nicht effektiv. Ach du Scheiße, Tic-Tac! Pokémon wechseln. Moment. Ja, ja, natürlich, Kai. Aufpassen. Pflanze ist nicht effektiv. Na toll. Dann machen wir mal einen Bodycheck. Ich mache Hypertrank und Kehrtwende und wechsle dadurch das Pokémon. Grimasse? Initiative sinkt. Okay, das geht ja noch. So, Kehrtwende. Er wird jetzt eine Flugattacke einsetzen. Dann wechseln wir auf Lavita. Ja, Maskeregen ist paralysiert. Bitch. Boah, Paralyse, es rettet mir den Arsch. Okay, setz Grimasse ein, das ist Initiative runter. Bitte setz keine Wasserattacke ein. Bist mit deinem Lavita? Steinhagel. Ja. Alter, wenn dein Lavita eine Wasserattacke abkriegt, ne? Ich weiß, das ist Vierfachschwäche. Aber, ich hab's besiegt, es hat Windschnitt eingesetzt. Katapult, greift das Ziel mit Steinen und Wurfgeschossen an. Fliegende Ziele fallen dabei vom Himmel und landen auf dem Boden. Ja. Nee. Ah, ich hab Katapult mit Schleuder verwechselt. Ja, ich hab noch nie den Multiplayer gespielt. Wenn einer einen Kampf triggert, müssen beide kämpfen oder getrennt voneinander. Es sind keine Doppelkämpfe dann. Nee. Das bei Multiplayer kannst du den Leuten quasi eigentlich nur zugucken. Lavita entwickelt sich. Say what? Zu Pupita. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, der Multiplayer, also es ist schon cool. Klar, es ist nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe, aber er ist besser als erwartet. Ja, es ist schon irgendwie angenehm, dass man halt so nebeneinander rumlatschen kann. Das ist schon cool. Ja, du kannst nebeneinander das Spiel durchspielen.